Was geht ab, Freunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist wieder Fabo, man kennt ihn. Ich bin extrem müde, es ist gerade 6 Uhr, noch irgendwas. Ich muss jetzt aufstehen oder musste aufstehen. Ich habe mich gerade so ein bisschen einigermaßen fresh gemacht. Ich glaube, man hört es auch noch in meiner Stimme. Ich bin noch leicht kaputt, 3 Stunden gepennt oder so. Ganze Nacht noch ein Video geschnitten, dann Sachen gepackt, jetzt aufstehen. Es geht heute, Freunde, in die Schweiz zu unseren Kollegen. Zwei Freunde, die wir da haben, die wir besuchen fahren. Ich fahre mit zwei Kollegen von hier aus Hamburg direkt rein in die Schweiz. Und ich habe wieder gedacht, ich nehme euch wieder mit auf den Trip. Fabus World Part 6 müsste das dann sein. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Mein Kollege wartet auch schon auf mich. Ich bin mal wieder zu spät. Jeder, der mich kennt, weiß, ich komme immer zu spät. Ich brauche immer am längsten. Deswegen, ich muss jetzt schnell noch meine letzten Sachen packen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal, wenn es um den Outfit-Check geht. Und dann nochmal im Auto, Freunde. Kurzer Outfit-Check wieder vorm Losgehen. Hier vorm Spiegel, der mal wieder ein bisschen dreckig ist. Ich glaube, das ist sogar noch derselbe Punkt wie beim letzten Video auch. Egal, scheiß drauf. Kurzer Outfit-Check, Freunde. Es geht jetzt los. Hier einmal Schuhe von Baller. Nike Jogginghose. T-Shirt haben wir von Ghetto Sport. Grüße an Flizzy Fliss Meister Flair. Und ja, Uhr wieder. Schweizer Uhrwerk. Haare. Gestern noch beim Friseur gewesen. Und on point mal wieder von meinem Bruder Mert. Vielen Dank auch dafür. Schöne Grüße. Gehen raus. Hier meine Taschen, Freunde. Louis Malouis. Wer den Typ kennt, Louis Malouis, weiß Bescheid. Richtig geiler Typ. Okay, ein bisschen Proviant und so ein Schnickschnack. Ladekabel, Klamotten in dieser Tasche. Hier meine zweite Tasche, obwohl wir nur für ein Wochenende wegfahren. Da sind, ich glaube, 4 Paar Schuhe drin, Jacke und so weiter. Und hier eben ganz Klamotten, Hosen und diesen ganzen Schnickschnack. Das werde ich auf jeden Fall gleich mitnehmen. Meine Kollegen werden mich safe wieder auslachen, weil ich wieder so behindert bin. Und ich würde sagen, mein Kollege wartet immer noch vor der Tür. Deswegen muss ich mich kurz halten. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder im Auto. Wenn es heißt, Richtung Schweiz. Diese Taschen sind schon mal drin. Jetzt geht's los. Auto abholen hier bei Europcar. Bin gespannt, was wir bekommen. Da luren. Aber die Halle komplett full, Freunde. So, wir sitzen jetzt hier im schönen Leihwagen. Wir haben einen VW Passat bekommen, aber der ist eigentlich fresh, so als ganz neues Modell. Ich zeig mal kurz das Auto hier von drin. Warte mal. Schon mal Sitz nach ganz hinten gemacht, Freunde. Ihr kennt das. Entspannt für die Fahrt. VW Passat auf entspannt. Der Junge hat auch eine schöne Uhr hier am Arm. Jetzt, wie gesagt, Freunde, holen wir den Kollegen ab von uns und dann geht's los Richtung Schweiz. Freunde, kurzer Boxenstopp. Wo sind wir eigentlich? Irgendwo hinter, nee, noch weiter als Kassel, ne? Würzburg. Würzburg sind wir gerade. Wir haben noch 300 Kilometer ungefähr vor uns und dann sind wir auch schon da. Wir haben uns gerade abgewechselt mit dem Fahren. Ich glaube, es ist ziemlich laut hier gerade, weil hier die Autobahn noch ist. Aber ich würde sagen, wir sehen uns nachher nochmal an der Grenze wahrscheinlich wieder und spätestens, wenn wir in der Schweiz im Hotel angekommen sind. Freunde, endlich angekommen in der Schweiz. Die Jungs sind schon da, wir haben schon im Hotel gerade eingecheckt, mussten jetzt noch einen Parkplatz suchen. Und jetzt sind wir auf jeden Fall da. Ich zeige euch gleich einmal das Zimmer, wir haben ein kleines Upgrade bekommen. Richtig. Das ist auf jeden Fall mein Bereich, Freunde. Ganz kurz hier einmal Küchenbereich, Badezimmer, I am Fabo, Dusche, Toilette. Und mein Bereich. Schönes Zimmer, entspannt, kleiner Fernseher. Und hier geht's rüber zu dem Bres. Dasselbe nochmal. Auf dieser Seite hier auch, spiegelverkehrt. Kaffeemaschine, alles am Start. Heißer Kaffee und einfach auch. Wir sind jetzt hier im Restaurant angekommen bei unserem Kollegen Geze. Hier, die Jungs sind auf jeden Fall auch am Start. Es wird auf jeden Fall gegessen. Erstmal eine schöne Lasagne. Eben haben wir schon Pizza gegessen. Die hat's aber leider nicht überlebt. Und, und mal gucken, was der Tag heute noch mit sich bringt. Oder Luan? Ja, mal sehen. Hast du Bock auf das Video? Auf jeden Fall. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Fabo. Ich bin jetzt gerade eben hier aufgestanden. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das wie ins Video reinschneide. Gestern sind wir nach St. Gallen gefahren, hier in die Schweiz. Ich befinde mich jetzt hier gerade in meinem Hotelzimmer. Schön groß. Ich habe das auch schon
gefilmt, alles von gestern, was wir auch so ein bisschen gestern gemacht haben. Allerdings waren wir gestern ein bisschen länger noch unterwegs. Und da wir die Jungs aus der Schweiz gestern nach langer Zeit erst wieder gesehen haben, habe ich gestern nicht mehr so viel gefilmt. Deswegen wird davon wahrscheinlich nicht so viel Material da sein. Deswegen habe ich mir heute vorgenommen, auf jeden Fall ein bisschen mehr zu filmen, weil heute geht es nämlich nach Zürich. Und genau, machen da so ein bisschen, ja, schauen wir mal, was uns da so erwartet. Ein bisschen shoppen gehen, wollten eventuell zum Skistand fahren, was essen gehen und keine Ahnung, ein paar Sachen auf jeden Fall mit den Jungs aus der Schweiz. Deswegen, es ist jetzt 9 Uhr, wir werden um 10 von unseren Jungs abgeholt. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beilen wieder, weil jeder weiß, ich bin immer zu spät. Jetzt gehe ich einmal schnell duschen, dies, das, mache mich wieder fresh. Und ich überlege gerade, ob ich noch ein schnelles Workout mache, wenigstens ein paar Liegestütze oder so. Eigentlich nie verkehrt, damit der Bizeps auch weiter stabil bleibt. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall später wieder, Freunde, wenn die Jungs vor der Tür sind und uns abholen. Dann schmeißt die Kamera wieder an und dann sehen wir uns später. Ich mache jetzt doch ein paar Liegestütze kurz, um den Körper ein bisschen wach zu machen. Wie gesagt, ein bisschen Pump reinholen. Hier gehen wir nicht ins Fitnessstudio, deswegen jetzt ein bisschen Liegestütze. Ganz wichtig auch, Freunde, morgens immer erstmal direkt Wasser trinken, um wach zu werden. Der Körper muss anfangen zu arbeiten. Deswegen be water, my friend. Freunde, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Die Jungs chillen da drüben nebenan, haben sich auch fertig gemacht. Wir werden jetzt gleich abgeholt, wie gesagt. Hier einmal kurz Outfit-Check. Watch. Und jetzt geht's gleich los nach Zürich. Und wir sehen uns gleich im Auto wieder, Freunde. Oh, Freunde, ein bisschen kaputt noch. Letzte Nacht war echt anstrengend. Ich bin mit den Jungs auch zu Hause schon eingeschlafen, als wir gestern noch bei denen waren. Ich glaube, ich sehe auch ein bisschen fertig aus. Ich muss sagen, dafür, dass das hier nur ein 3-Sterne-Hotel ist, guck mal, es ist übertrieben sauber, sehr schön, richtig zentral. Wir sind hier direkt in der Innenstadt. Echt Props auf jeden Fall an das Hotel. Wie gesagt, so saubere Hotels für 3 Sterne. Eigentlich habe ich gesagt, ich würde gar nicht in 3 Sternen schlafen. Die Schweiz ist ja sowieso alles ein bisschen gehobener. Von daher haben wir es einfach mal probiert und dachten, ey, das sah echt top aus den Fotos. Und ich muss echt sagen, es hat sich echt bestätigt. Super freundliches Personal auch. Kann es echt nur empfehlen. Sorel Hotel heißt das hier. Ich glaube, ich auch, wenn ich nochmal herkomme, wieder hier reingehen. Echt 1A und Preis-Leistung auch super. Da kommen die Jungs auch angefahren. Das zweite Auto auch am Start. Das ist Service, Freunde, direkt hier vom Hotel abgeholt. Ja, hallo, wie geht's? Was geht? Was geht bei dir, Bro? Guten Morgen. Gut geschlafen? Oh mein Gott, Digga! Das Haus, Digga. So, Freunde, es geht jetzt auf nach Zürich mit den 2 Autos, 2 Monster, Laurenz und Wallenz. Hallo, wie geht's? Wir sind gerade mit den Jungs hier in der Altstadt in Zürich, ein bisschen shoppen, oder gar nicht? Was ist los? Jetzt gehen wir was essen. Die anderen Jungs sind schon in irgendeinem. Ne, wir gehen gar nicht essen, ne? Ja, erst trinken. Wir gehen erst trinken in einen Café. Die Jungs sind schon da. Wir wollten ein bisschen Klamotten gucken. Finde ich geworden. Mal gucken, was heute sonst noch so ansteht. Das Problem ist, eigentlich würde ich gerne mehr filmen. Aber ich bin selber so gespannt, hier das alles zu sehen, dass ich mal gar nicht dazu komme, das zu filmen. Deswegen ist es immer schwierig. Aber ich nehme euch immer ab und an mal mit und zeige euch ein paar Sachen, Freunde. In die Kirche. Nein, im Ernst. Welche Kirche? St. Gallen.
way. Was geht ab, Freunde? Ich habe mal wieder doch nicht so viel zeigen können, wie ich eigentlich wollte. Ich muss da noch ein bisschen an mir arbeiten, auf jeden Fall. Ich denke da oft nicht dran. Ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das immer machen soll. Auf jeden Fall jetzt gerade wieder im Hotel angekommen. Ein bisschen shoppen gewesen mit den Jungs. Kurz noch was gegessen. Habe ich auch vergessen zu filmen, ehrlicherweise. Ja, dieses Kissen, ich weiß nicht, wie ich mich hier hinlegen soll. Wir sind jetzt wieder im Hotel. Kurz Powernap machen. Dann holen die Jungs uns nachher wieder ab. Machen uns noch fresh, holen die Jungs uns dann wieder ab. Und dann geht's in die Bar. Sky Lounge von meinem Bro. Dann geht's. Beste Bar auf jeden Fall hier. Das werde ich euch auf jeden Fall zeigen, weil diese Bar ist eine Rooftop-Bar und die hat einen überkrassen Ausblick, Freunde. Die ist so geil, direkt mit Blick auf den, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, Bodensee, so, auf den Bodensee. Und ja, auf jeden Fall waren wir vorhin in Zürich. Zürich auch richtig geile Stadt, muss ich echt sagen, wunderschöne Stadt, sehr, sehr cool aufgebaut, geile Leute da unterwegs. Die Sprache, ich komme immer noch nicht darauf klar, auf dieses Schweizerdeutsch, das ist schon echt gewöhnungsbedürftig. Klingt immer witzig, ist aber auch anstrengend irgendwie zuzuhören, finde ich. Man muss echt genau zuhören. Wir sind mit den zwei Autos hingefahren, soll man sagen, war witzig. Coole Stadt, auf jeden Fall bald nochmal wieder. Jetzt erstmal im Hotel chillen. Kurz Powernap und ich würde sagen, wir sehen uns dann nochmal wieder, wenn ich mich ready mache. Ich Idiot habe natürlich auch meine ganzen Sachen bei meinem Kollegen gerade im Auto vergessen. Meine Tüten, meine Jacke, mein Aufladekabel, meine Handyhalterung hier, dieses Stativ, was ich immer benutze eigentlich für die Videos hier. Alles bei ihm im Auto liegen lassen. Jetzt habe ich hier gar nichts. Jetzt muss ich gleich von den Jungs, die sind das Geiles. Wir haben hier so eine Tür. Da komme ich zu den anderen Jungs in den Raum rein. Also ich habe hier mein Zimmer auf jeden Fall. Ich komme einfach durch diese Tür in das Zimmer von den Jungs rein. Jetzt muss ich mir von denen gleich ein Laufladekabel klauen. Mein Handy nochmal schnell laden. Aber ich kann auch in der Bar nachher laden, aber trotzdem. Ansonsten, Freunde, ich gebe mir echt immer Mühe mit den Videos. Ich muss aber echt irgendwie das noch ein bisschen besser. Ich brauche irgendwie was für den Ton, damit ich, auch wenn ich jetzt in der Stadt bin zum Beispiel, ist immer sehr, sehr laut gewesen. Und dann dachte ich, Digga, jetzt wenn ich jetzt rede, versteht mich eh keiner. Ich glaube, ich brauche irgendwie so ein kleines Ding, was ich hier mir hin machen kann, was aber auch mit dem Handy dann verbunden ist. Ich weiß nicht, kennt ihr da vielleicht was? Schreibt mir das doch gerne sonst mal in die Kommentare oder schreibt mir das bei Instagram, schickt mir den Link von Amazon oder wie auch immer, was ich mir da bestellen kann, dass das Ganze auch ein bisschen besser dann wird. Ich mache es mir jetzt hier eine kleine Runde gemütlich, schlaf kurz eine Runde und wir sehen uns dann später wieder, wenn es heißt Ready to Rumble, wenn ich mich dann umziehe, fertig mache, dies, das und wir dann wieder losfahren. Oder spätestens sehen wir uns dann in der Bar, wenn ich euch das nochmal zeige. Aber Freunde, erstmal vielen Dank auch fürs Zuschauen bis hierhin schon mal. Für du bleibst auch noch weiter am Ball, guckst dir den Scheiß bis zum Ende an. Lass ein Abo da, lass ein Like da, kommentier auch gerne, folgt mir bei Instagram, folgt mir bei YouTube, habe ich schon gesagt, aber folgt mir bei TikTok. Überall einfach, Support ist kein Mord, Freunde, es kostet nichts. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, bis dahin, peace. Was geht ab, Freunde? Heute der letzte Tag in der Schweiz. Jetzt gehen wir nochmal zu unserem Kollegen, weil ich es gestern wieder nicht gefilmt habe. Gehen wir zu unserem Kollegen hier in die Sky Lounge. Oben rauf auf die Rooftopper. Ich zeige euch gleich oben nochmal den Ausblick. Gestern habe ich es mal wieder nicht geschafft, das zu filmen. Aber wir sehen uns gleich oben. Also Freunde, checkt das ab. Boah, was ein Ausblick, Digga. Extra für uns aufgemacht. Guckt euch das an, Freunde, was das für eine brutale Bar. Stellt euch vor, das in Hamburg irgendwo mit so einem Ausblick. Da hat Jungs gerade Eistee bekommen. Das auch heute, wie gesagt, der letzte Tag, letzter Stop hier. Dann machen wir uns gleich wieder auf den Weg nach Hamburg. Ich habe natürlich nicht so viel gefilmt, wie ich filmen wollte. Hab's mal wieder nicht so hinbekommen. Muss noch ein bisschen üben. Aber kommt bald auf jeden Fall. Ein paar Eindrücke bestimmt noch auf dem Rückweg. Boxenstopp, irgendwo Tankstelle. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf TikTok, Facebook, alles. Wir sehen uns später im Auto. B-Test-Dance wieder in Hamburg. Kurz nochmal eine Pizza geholt von Fontana, bester Italiener in der Schweiz. Und jetzt auf dem Weg zurück nach Deutschland.